Eine seltene Wettervorhersicht, liebe Zuschauer. Eine seltene Warnung. Das gab es noch nie. Es wird heiß. Es wird noch viel, viel heißer. Und das sagen vor allem auch die Meteorologen und der Deutsche Wetterdienst. Und wir möchten, dass sie sich entspannen. Ja, auch bei solchen Nachrichten. Denn wenn man natürlich mal nachliest, was da auf uns zukommt, dann muss man wirklich davon ausgehen, auch am besten nicht mehr rauszugehen. Der Westen.de, liebe Zuschauer, Wetter spielt völlig verrückt. Und vor allem hier auch die Wetterdienstwarnung, es wird unerträglich. Wir haben uns den Artikel natürlich für Sie auch mal durchgelesen. Und da steht's, das Wetter in Deutschland spielt am kommenden Wochenende verrückt. Temperaturen bis zu 33 Grad und es wird noch heißer. Und natürlich auch die Warnung, am besten nicht rauszugehen. Hier sehen wir es. DWD warnt vor dem Aufenthalt im Freien. Liebe Zuschauer, wir möchten, dass Sie es sich in Ihren Innenräumen zumindest angenehm machen und dass Sie mit einem Verdunstungsluftkühler durchatmen können. Und deshalb zeigen wir Ihnen die größten und leistungsstärksten Modelle, die wir hier im Portfolio haben. Ja, und wir sitzen hier draußen auf der Terrasse und da kann ich Sie auch verwenden. Also Sonnenschirm auf, damit die Sonne ein bisschen abgemildert wird und einen unserer Verdunstungsluftkühler mit rausnehmen. Beginnen tun wir mit unserem ganz linken. Und zudem gehe ich jetzt mal hin, um Ihnen zu zeigen, dass Sie auch sehen, das sind unsere größten, denn wir haben hier natürlich eine riesengroße Ventilationsfläche, die Sie sehen, die ich ganz einfach mit der Fernbedienung oder hier einschalten kann, natürlich in drei Gebläsestufen. Hier ganz einfach am Display gehen wir mal auf die höchste Gebläsestufe und ich glaube, man hört schon, dass hier richtige Kraft dahinter hängt. Zwingfunktion rein und jetzt beginnt das Ganze von links nach rechts sich immer zu bewegen und diese Luft im ganzen Raum bzw. auf Ihrer, wenn Sie es im Freien nutzen, Terrasse zu hier verteilen. Und das reicht in vielen Fällen schon aus. Wenn wir jetzt Temperaturen unter 30 Grad haben, ist das einfach der kühle Wind, den ich zuschalten kann. Aber hier gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter, denn es ist kein Ventilator, es ist ein Verdunstungsluftkühler. Und der hilft uns auch bei höchsten Temperaturen, das als angenehm zu empfinden. Man spricht hier, oder ich spreche oft gerne von einer kühlen Meeresbrise. Und jeder, der schon mal am Meer war, weiß, wovon ich spreche. Man läuft am Strand entlang. Optimalerweise hat man über 30 Grad Sonnenschein und von der Meerseite kommt diese kühle Brise und kühlt den Körper ab. Und so werden 30 Grad gefühlt plötzlich nur noch zu 223, also unglaublich angenehm. Und man kann sich stundenlang da am Strand aufhalten, ohne dass einem zu heiß wird. Muss man halt aufpassen wegen Sonnenbrand, das brauchen wir in Deutschland nicht so arg. Aber das Gefühl zumindest, dass man nicht vor Hitze vergeht, das ist nicht da. Und sowas kann ich mir jetzt zu Hause per Knopfdruck holen mit unserem Verdunstungsluftkühler. Das ist übrigens im Moment unser beliebtester. Der ist nagelneu und schlägt alle Verkaufsrekorde, weil er so unglaublich effektiv ist, bei ganz, ganz wenig Energiebedarf. Ja, und deshalb sagt man hier auch gerne mal, das ist die alternative, clevere Klimaanlage. Die auch noch bezahlbar ist, mit 151,95 Euro wird die Ihnen versandkostenfrei geliefert. Wir müssen allerdings dazu sagen, dass die Bestände unserer großen Verdunstungsluftkühler immer weiter schwinden. Wir haben nur noch ganz, ganz kleines Kontingent auf Lager, weil jetzt natürlich auch viele clevere Zuschauer jetzt zugreifen und sagen, wenn die Temperaturen jetzt noch heißer werden, ja, dann müssen Sie sich natürlich rüsten. Und Sie müssen uns bitte 2 bis 3 Werktage geben, bis dann der Verdunstungsluftkühler auch bei Ihnen vor der Haustür steht. Ja, und was natürlich die Hitze auch noch macht, ist, wenn man nicht geschützt ist gegen Hitze und auch nichts dagegen tut, gerade bei älteren Menschen und bei Kleinkindern, ist das auch ein Risiko, ein gesundheitliches Risiko. Der Kreislauf spielt verrückt, ein Hitzeschlag oder ähnliches. Da ist ein Verdunstungsluftkühler genau richtig. Und jetzt muss man sagen, warum alternative Klimaanlage? Ganz einfach, weil das eigentlich die clevere Seite ist von der oder ähnlich funktioniert wie eine Klimaanlage, aber im Vergleich nur Vorteile hat. Jetzt will ich eine Klimaanlage nicht schlecht reden, weil es gibt natürlich Räumlichkeiten, Dachgeschoss schlecht isoliert oder Raum mit riesengroßen Fensterfront auf der Sonnenseite, da hilft dann nur eine Klimaanlage, weil es da drauf brennt und unglaublich heiß ist und da kann ich kühlen, wie ich will mit einem Luftkühler, es wird immer heißer. Aber für alle anderen normalen Räume ist das hier die clevere Alternative. Erstens
erstens mal kann ich es einsetzen, wo immer ich will. Ich bin flexibel und ich habe keinen Abluftschlauch. Das ist auch ganz wichtig und dafür drehe ich ihn gern mal um und zeige ihn Ihnen. Da steht er auch auf Rollen, das ist problemlos möglich. Hier sehen Sie nur die riesen Schwabenstruktur und keinen Ausgang für einen Abluftschlauch. Das heißt, das kann ich überall, auch an Innenwände, mitten in den Raum oder draußen auf der Terrasse verwenden. Ich muss nicht an ein Fenster oder an eine Tür und die Abluft nach draußen leiten. Das ist ein Riesenvorteil. Der zweite Vorteil, und da geht es auch um was ganz Wichtiges, nämlich um Ihren Geldbeutel, ist der Preis. Und zwar einmal der Anschaffungspreis, 151,95 Euro, im Vergleich zu einer Klimaanlage, die so eine Monoblock-Klimaanlage kostet, zwischen 300 und 500 Euro. Also da sparen wir schon. Und vor allem der Unterhalt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Eine durchschnittliche Klimaanlage braucht 2000 Watt pro Stunde. Hier sind wir bei 150 Watt pro Stunde. Also weniger als ein Zehntel des Stromverbrauchs, also heißt an Kosten. Können wir kurz mal durchrechnen bei 10 Stunden Betrieb. Bei einer Klimaanlage wären das dann 20 Kilowattstunden. Bei einem Durchschnittspreis von 28 Cent liegen wir hier bei 5,60 Euro. Hier wären wir in 10 Stunden bei 1500 Watt, also 1,5 Kilowattstunden. Und da liegen wir knapp bei, nicht mal bei 42 Cent wären es doch, 42 Cent. 5,60 Euro im Vergleich zu 42 Cent. Jetzt wissen Sie, warum das die clevere Alternative ist. Und es gibt noch weitere Gründe, aber die werde ich Ihnen gleich noch nennen. Der Grund ist, dass Sie jetzt den TV-Sonderpreis bekommen und deshalb jetzt bitte zugreifen. Gerade natürlich bei so etwas größeren Produkten macht das natürlich ganz besonders viel Sinn, denn 280 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Der Katalogpreis liegt bei 160 Euro. Sie 151,95 Euro. Exklusiv hier für Sie der TV-Sonderpreis und vor allem auch noch versandkostenfrei werden Ihnen die großen Geräte auch gleich bis vor die Haustür gebracht. Das ist für Sie auch Luxus und Komfort. Die Bestellnummer lautet NX9739 und die 569. Bitte, bitte schnell sein, noch sind sie alle lieferbar. So auch das Modell Ralf, wie wir immer so ein bisschen lachen darüber, denn den hast du selbst zu Hause, ja, richtig? Ja, und zwar schon seit 3 Jahren und ich liebe ihn und ich habe ihn dieses Jahr auch schon ein paar Mal benutzt. Oh. Ich benutze ihn hauptsächlich im Schlafzimmer, aber den kann man natürlich überall anders auch hier benutzen, weil hier haben wir natürlich auch eine große Flexibilität. Sie sehen, der ist einzustellen. Wir haben eine große Ventilationsfläche hier und natürlich auch wieder ein sehr starkes Gebläse. Hier sind wir ein bisschen höher im Strombedarf bei 180 Watt, aber das ist immer noch weniger als ein Zehntel dessen, was wir eben bei einer Klimaanlage rausschleudern würden. Die Effektivität ist unglaublich, weil ich hier allein durch das Verdunsten von Wasser Kälte erzeuge. Und das ist kein Phänomen, sondern ein physikalisches Grundgesetz. Beim Verdunsten von Wasser wird Wärme entzogen und die dadurch entstehende kältere Luft wird hier genutzt und mit dem Ventilator im Raum verteilt und dadurch haben Sie natürlich jetzt diese kühlere Luft. Das ist messbar um 3 bis 5 Grad, aber gefühlt, wenn du dann davor sitzt, vor dieser Meeresbrise, hast du einen gefühlten Temperaturunterschied von 10, 11 Grad. Und jetzt rechnen wir das einfach mal so. Du hast draußen jetzt am Wochenende 35 Grad. Setz dich davor, hast du das Gefühl von angenehmen 24, 25 Grad. Das ist nicht belastend, das ist angenehm. Und dann kann man es auch aushalten, egal wie groß die Hitze wird. Schön ist auch, das ist ein weiterer Vorteil zur Klimaanlage, ich kann den sogar, wie wir es jetzt gemacht haben, rausnehmen auf die Terrasse. Und wenn mir zu heiß ist, dann machen wir das einfach mal so. Dann lasse ich dich ganz einfach mal hier voll pusten mit dieser erfrischenden Luft. Und dann kann man es eben umso länger wieder aushalten. Ja, hallo? Ach so, okay, ich wollte Ihnen sowieso das Gerät von hinten zeigen, weil hier ist ja eigentlich das Geheimnis. Das ist überall so, diese Wabenstruktur. Hier wird, sobald ich die Verdunstungsluftkühlung zugeschaltet habe, Wasser vernetzt. Ja? Und dieses Wasser verdunstet, hier wird Wärme entzogen und diese hier auf der Oberfläche entstandene kältere Luft wird durch den Ventilator jetzt nach vorne herausgepustet und so entsteht diese unglaublich erfrischende, wie ich es immer nenne, Meeresbrise. Und das ist ein Prinzip, das ist ein physikalisches Grundgesetz, was immer zu 100% funktioniert und was auch jeder von uns selber am eigenen Leib schon mal gespürt hat. Sie, ich,
Ja, Vivian und alle anderen auch. Weil, wenn Sie sich an letztes Jahr erinnern, Sie waren irgendwo mal im Schwimmbad oder am See. 30 Grad zum Beispiel draußen oder sogar mehr. Ist ja keine Seltenheit gewesen letztes Jahr und wird es auch dieses Jahr nicht. Und dann fangen Sie an zu frieren, wenn Sie aus dem Wasser kommen. Sie kriegen Gänsehaut. Warum? Das Restwasser, was Sie noch an sich haben, Sie sind ja nass, verdunstet auf der Hautoberfläche. Da wird die Wärme entzogen. Das heißt, hier wird Kälte erzeugt und so funktioniert das auch hier. Also das ist ein Prinzip, das hat jeder schon mal wirklich am eigenen Leibe erfahren und es funktioniert zu 100%. Übrigens, beide unsere Geräte, beziehungsweise alle, die wir heute haben, haben zusätzlich noch eine Timer-Funktion. Sie haben zusätzlich noch einen Ionisator, also einen Luftreiniger, der hervorragend funktioniert gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Pollen, aber auch gegen Gerüche, die ja im Sommer ein bisschen mehr entstehen. Und hier sehen wir mal ein Zuschauervideo, da sind wir übrigens sehr dankbar drüber, da sehen wir, da wird ein ganzes Wohnzimmer damit gekühlt und es funktioniert hervorragend. Unter der Bestellnummer NC5769 und der 569 sichern Sie sich hier Modell Ralf für 180,45 €. Sie sehen es auch, die Haustierchen, die lieben die Verdunstungsluftkühlung. Und das ist einfach auch nochmal zu 100% der Beweis, dass das eine natürliche Erfrischung und Kühlung ist, die auch die Haustiere lieben. Denn ein Haustier setzt sich nur vor etwas, das ihm gut tut und das gesund für ihn ist. Und deshalb greifen Sie hier bitte gerne zu. Aber wir haben auch noch die großen, die ganz, ganz, ganz großen Modelle auf der anderen Seite. Und da haben wir jetzt ein Highlight. Das gibt es erst, ich glaube, seit einer Woche ungefähr, oder? Richtig, haben wir ganz, ganz neu im Programm. Und Sie sehen auch schon auf den ersten Blick die Ventilationsfläche noch größer. Das erinnert so leicht an eine Flugzeugturbine. Und wir haben noch eine Besonderheit. Sie sehen diese Lamellen, um die vertikale Ausrichtung einzustellen. Die ist zweigeteilt. Ich habe hier oben jetzt mal nach oben gestellt, den unteren Teil nach unten, sodass ich das gleichmäßig verteilen könnte. Jetzt einschalten, entweder manuell oder an der Fernbedienung. Und dann sehen wir hier, ich sehe sofort die Stärke des Ventilators, kann das zuschalten bis auf Stufe 3. Und jetzt haben wir schon fast einen leichten Orkan. Wie gesagt, in den Temperaturbereichen unter 30 Grad wird das in den allermeisten Fällen schon absolut ausreichen. Und wenn wir jetzt diese 35 und mehr Grad bekommen, dann schalte ich die Verdunstungsluftkühlung dazu. Und das ist unglaublich effektiv. Jetzt sehen Sie hier das, was ich vorhin gesagt habe. Wir können das ohne Probleme auch draußen im Garten oder auf der Terrasse mal verwenden. Und ich weiß das selber, wenn es so heiß ist, dann will man mal grillen. Ja, und Grillgut ist fertig und dann sagt man, komm, wir gehen rein, hier draußen ist es zu heiß. Und das ist etwas, was Sie hier nicht mehr sagen müssen. Nehmen Sie dann Ihren Verdunstungsluftkühler mit seinen Rollen, rollen Sie ihn raus auf die Terrasse und genießen Sie diese Meeresbrise. In der gehobenen Gastronomie wird das übrigens in Gartenwirtschaften auch gemacht. Ja? Und dementsprechend fühlt man sich dann viel, viel wohler. Jetzt werden Sie gleich sehen, Vivian macht sich unglaublich bequem. Sie setzt sich oder hat sich direkt vor den Verdunstungsluftkühler gesetzt, um diese kühle Meeresbrise hier zu genießen. Und das ist etwas, das dürfte man bei einer Klimaanlage auf keinen Fall machen. Weil dann wäre garantiert, dass man spätestens zwei Tage später eine Sommergrippe hat und schwer erkältet ist. Weil da reagiert, glaube ich, jeder empfindlich. Bei einem Verdunstungsluftkühler können wir das machen. Und das geht aus zwei Gründen. Erstens mal, weil der Temperaturunterschied moderat ist. Und zum Zweiten, weil hier keine Feuchtigkeit entzogen wird. Eine Klimaanlage entfeuchtet auch die Luft. Das heißt, wir haben ganz, ganz trockene Luft. Die trocknet auch unsere Schleimhäute aus und die Haut. Und wenn wir trockene Schleimhäute sind, sind wir anfälliger für Viren und Bakterien. Und deshalb ist eine Erkältung bei einer Klimaanlage vorprogrammiert. Ich habe aber noch niemals in meinem Leben von irgendjemand gehört, der gesagt hat, ein Verdunstungsluftkühler hat mich krank gemacht. Du, Vivian? Nein, ich auch nicht. Und ich sitze hier gerade vor und ich genieße einfach für Sie mit, weil das so, ja, wie Diana, so hervorragend erfrischend und kühlend ist. Denken Sie bitte daran. Wir haben es gesehen. Der Wetterdienst gibt uns immer wieder Updates und wir sehen, es wird einfach unerträglich heiß. Das hat es noch nie gegeben, so eine Hitze wie die, die jetzt auf uns zukommt, liebe Zuschauer. Deshalb greifen Sie bitte, bitte, bitte zu. Rüsten Sie sich, lassen Sie sich's gut gehen. Und wenn es so heiß ist, verlassen Sie dann bitte auch nicht die Wohnung. Kühlen Sie mit Ihrem Verdunstungsluftkühler und entspannen Sie. 218,45 €, das ist übrigens Ihr Spitzen-TV-Sonderpreis. Versandkostenfrei kommt Ihr XXL-Luftkühler direkt bis vor die Haustür. Das Modell, das kostet übrigens normalerweise knapp 400 €.
Hier für Sie zum Vorteilspreis 218,45 Euro. Das Einzige, was Sie bitte machen, ist den Luftkühler bestellen unter der Bestellnummer NX 3144 und der 569. Suchen sich eine Steckdose und geeignetes Plätzchen aus, füllen noch Wasser hinein und dann. Zack, wird die Ventilation, aber natürlich auch die Verdunstungsluftkühlung im Fall der Fälle dann zugeschaltet. Und bei minimalstem Stromverbrauch haben Sie hier effektivste Kühlleistung. Und das lässt Sie zu Hause entspannen, genau wie unsere liebe Diana. Ja, liebe Zuschauer, es geht aber noch weiter. Wir haben noch ein weiteres Modell und das ist das Modell Flaggschiff. Ja, das ist unsere Größe. Das sieht man auch räumlich schon mal größer als die anderen, nämlich höher. Das heißt, eine größere Ventilationsfläche. Und hier sehen Sie auch ganz deutlich eingeteilt in zwei Zonen. Die kann ich natürlich vertikal entsprechend einstellen. Entweder ein bisschen gerade oder auch ein bisschen nach oben. Das ist prädestiniert natürlich für den Außenbereich, wenn man auf der Terrasse sitzt, aber auch für Werkstätten, für Hobbyräume, für große Garagen oder auch für Galeriewohnungen oder große Zimmer mit hohen Decken. Ja, da kann ich das extrem einsetzen. Und du darfst dich ruhig wieder davor setzen. Ich mache das jetzt mal hier mit der starken Gebläsestufe auf dich. Und ich schalte dann mal die Verdunstungsluftkühlung mit zu, damit du auch richtig schön gekühlt wirst. So, und jetzt sehen wir da, was passiert. Es kriegt nämlich gleich Vivian ein riesen Grinsen im Gesicht, weil die Verdunstungsluftkühlung hier eingesetzt hat. Ionisator natürlich auch drin, auch eine Timer-Funktion. Die Timer-Funktion finde ich immer ganz wichtig, wenn man die Geräte auch im Schlafzimmer einsetzen will, was ich ja regelmäßig mache, weil die müssen nicht, auch so energiesparsam wie sie sind, müssen sie nicht die ganze Nacht laufen. Ich schalte meinen nachts immer auf 2-3 Stunden ein, je nachdem, wie heiß es ist. Und da, bis dahin schlafe ich dann tief und fest. Es ist abgekühlt und ich schlafe dann und der Verdunstungsluftkühler kann auch in Schlaf gehen, also sprich auf Standby. Das ist das Gute an dieser Timer-Funktion. Aber die Funktion, die ist der Wahnsinn und die funktioniert zu 100%. Das ist ein, und das muss ich nochmal betonen, weil es immer noch Zweifler gibt, ein physikalisches Grundgesetz, dass beim Verdunsten von Wasser an der Stelle, wo es verdunstet wird, Wärme entzogen wird, also im Umkehrschluss Kälte erzeugt wird und die dann durch den Ventilator im Raum verteilt wird, wie gesagt, als gefühlte Meeresbrise. Und das funktioniert immer. Der messbare Temperaturunterschied liegt übrigens zwischen 3 und 5 Grad, aber der gefühlte Temperaturunterschied liegt schon im zweistelligen Bereich. Da sind wir mit Sicherheit bei 10, 11 Grad. Und jeder, der es ausprobiert hat, der weiß, dass es zu 100% funktioniert. Und viele haben auch letztes Jahr zum ersten Mal Luftkühler gekauft und haben dann dieses Jahr, weil sie ja jetzt gerade alle lieferbar sind, gleich noch einen zweiten dazu für ein zweites Zimmer. Ob das das Büro ist, das Wohnzimmer, die Küche oder das Schlafzimmer, vielleicht auch das Kinderzimmer oder die Terrasse. Das ist ganz egal. Aber alle, die ihn benutzt haben, haben gemerkt, es funktioniert zu 100%. Die Abkühlung ist sensationell. Diese Meeresbrise auf Knopfdruck, das ist das, was uns den Sommer, egal wie heiß er wird, ertragen lässt. Weil wenn man den Wetterdienst anschaut, und der Deutsche Wetterdienst ist ja keine Boulevardpresse, das ist keine Schlagzeilenmacher, sondern die warnen sogar jetzt schon Mitte Juni davor, das Haus zu verlassen. Das muss man sich mal vorstellen. Wie wird das erst im Juli oder im August? Da hält man es ja gar nicht mehr aus. Und dann, wenn man, ich sag mal, jetzt ein klein bisschen anfällig ist, dann hat man auch wirklich Probleme mit dem Kreislauf, was auch logisch ist. Das wissen alle Wissenschaftler. Ab 26 Grad ist die Belastung für den menschlichen Körper sehr, sehr hoch. Und je älter man wird, desto schlechter verträgt man das. Kreislaufprobleme. Ich glaube, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, sind da an der Tagesordnung. Aber hiermit kann ich mich wohlfühlen. Ich kann den Sommer genießen. Ich kann den hohen Temperaturen trotzen und das Ganze auch noch sehr, sehr energiesparend, weil hier, selbst bei unserem Flaggschiff, haben wir nur einen Energiebedarf von 180 Watt. Nochmal im Vergleich, herkömmliche Klimaanlagen 2000 Watt, also weniger als ein Zehntel des Energiebedarfs. Und was wir sonst noch brauchen, ist Leitungswasser. Und Leitungswasser kostet zwar auch Geld, aber ich glaube, diese 20 Liter, die wir da in der Woche verbrauchen werden, die können wir ruhig an Kosten vernachlässigen. Und dementsprechend ist das die absolut clevere Alternative zur Klimaanlage. Und jetzt müssen Sie einfach ans Telefon gehen, weil im Moment sind alle 4 Geräte, die wir Ihnen jetzt gerade vorgestellt haben, noch lieferbar. Aber das wird mit Sicherheit nicht mehr lange so sein.
Bestellnummer lautet NX3663 und die 569 für das Modell für 256,95 €, auch versandkostenfrei. Und schauen Sie, selbst wenn ich hier was weiter weg sitze, ich kriege hier immer noch, oh, es ist so toll, eine super Ventilation, eine schöne, gekühlte, verwirbelte Luft ab. Und Sie werden es genießen. Sie werden den Sommer genießen. Sie werden gerne zu Hause bleiben, weil Sie wissen, da ist es schön gekühlt mit Ihrem neuen XXL-Verdunstungsluftkühler. In diesem Sinne, viel Spaß.